Ja Leute, herzlich willkommen hier bei meinem Video, bei dem 75. Teil dann, den ich dann schneller hochgeladen kriege, weil ich dann da hinten WLAN habe, in der Tankstelle da hinten, sagen wir mal Autohof. Ja, schaut mal, da hinten, also ganz weit weg von hier. Und ich bin hier in der Ortschaft Oppin, Stadt Landsberg, Saalkreis, Eier. Da bin ich gerade und laufe weiter. An der Straße entlang, Guckwasser. Hier ist es auch noch holperisch in meiner Wiese. Ja, Leute. Tut mir leid, dass der Ton auch nicht die beste Qualität hat. Ist nun mal Handy. Und auch der Wind pustet noch ein bisschen mit rein. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Ja, Leute. Was soll ich sagen? Ja, wenn man Feierabend war, ist Feierabend. Da kann ich nicht weiterfahren. Und das habe ich auch jetzt getan. Ich bin stehen geblieben, auf dem Parkplatz geparkt und fertig. Ja, leider 10 Euro Parkgebühren bezahlt, aber man muss sagen, man hat so gesehen 8 Euro Verzehr und dann hat man noch 1 Euro Duschen und 1 Euro WC. WC habe ich genutzt, musste ich zweimal auch nochmal gehen, weil ich später nochmal musste. Habe ich jetzt bezahlt, ist halt so, aber was soll's. Ja Leute, jetzt bin ich hier in dem Dorf Oppin. Viel sieht es hier nicht nach aus. Also groß ist es nicht. Hier gibt es so einen Windmühlenweg. Da sind ein paar Häuser mehr. Ja, einen Laden gibt es jetzt hier nicht. Dann habe ich hier ein bisschen Gewerbehallen. Ja, und das war's, glaube ich, auch schon. Und dann geht es, glaube ich, schon wieder aus dem Dorf heraus. Aber wir gucken erstmal. Wir gucken uns das hier mal ein bisschen an. Ist nur 1 Kilometer von meiner Tankstelle entfernt. Und schauen wir mal, was wir hier so entdecken. Na, also wir gucken mal nach da. Da sind auch noch Häuser. Wahrscheinlich von diesem Windmühlenweg oder wie der sich nennt. Ja, Leute. Und da sind die Lagerhäuser. Ja, und das war jetzt eine Benachrichtigung von YouTube. Dass, mir jetzt dazwischen ging. In Ton. Ja, windig ist es auch noch. Ich weiß nicht, ob er mich hört. Ja, dann ist hier wieder ein Wohnhaus. Doch. Ja, habt ihr jetzt mal kurz gesehen. Ja. Und da steht sogar ein offener LKW, aber der Hof ist abgeschlossen. Auch wenn das hinten offen ist, da geht ja dann keiner ran. Naja, außer es würde einer heimlich klettern, aber das ist Hausfriesenbruch und das lassen wir ja auch. Also Leute, ja, Oppin ist nicht recht groß. Oh, hier steht sogar ein Baufahrzeug auf dem Hof, auch nicht schlecht. Ein LKW ist sogar angemeldet, also zeige ich euch ihn jetzt nicht, weil Kennzeichen müsst ihr ja nicht wissen. Und ich kann es hier jetzt nicht ausblenden. Weil so ein Programm habe ich jetzt hier nicht auf dem Handy. Also lasse ich das mal. Ja, manche Leute haben auch ihren LKW auf dem Hof stehen. Finde ich klasse, wenn sie einen Platz dafür haben. Ist in Ordnung. Hat aber bestimmt ein bisschen Rangierung gebraucht, um da wieder reinzukommen. Aber wenn man Warnblinker macht, dann hilft das. Und dann kommt man da auch rein. Habe ich heute auch wieder gemerkt. Als ich wo falsch reingefahren bin. Ich wollte in die US Army reinfahren. Ja, in Deutschland. US Army? Ja, okay, es gibt so ein paar Militärbasen, die auch hier sind von der USA. Ne, aber sonst eigentlich alles recht chillig. Ja, Oppin ist nicht so groß. Ja, ich laufe jetzt hier natürlich doof am Straßenrand. Es gibt ja hier keinen Gehweg. Was soll ich anderes machen? Ich habe halt jetzt gerade kein Fahrzeug. Von mir aus kann auch die Polizei hier vorbeifahren. Wo ist denn hier ein Gehweg? Ich kenne mich hier nicht aus. Also... Pech gehabt. Na, ich bin vorsichtig, dass die Autofahrer mich nicht umfahren. Ich versuche so weit wie möglich am Straßenrand zu laufen, so dass ich hoffentlich nicht umgefahren werde. Und ja, es ist ja auch noch nicht dunkel, also hält sich das in Grenzen. Oh, hier ist ein cooler LKW von der anderen Seite zu sehen. Der ist auch offen, hier ist sogar das Tor offen. Hat man entweder vergessen zuzumachen oder es ist einer dort noch da. Aber ich gehe da eh nicht hin. Weil ich sowas nicht mache. Wir machen keinen Hausfriedensbruch. Nee, danke. Ist ja auch strafbar. Darum ja schon. Lassen wir es. Und ja. Hier ist so eine Pferdeweide oder eine Weide generell. Ja, und das Schlimmste daran ist, ich laufe gerade an einem Rapsfeld vorbei. Das ist ganz schlimm gerade für meine Nase. Aber Moment. Hält sich noch in Grenzen. Oh, hier liegt ein Freundschaftsband. Schade drum. Aber das hebe ich nicht auf. Ich lasse es liegen.
Ja, Leute, mal gucken, was ich so in Opin hier noch entdecke. Schon mal die Feuerwehr habe ich jetzt auch schon gesehen. Also zumindest ist die Halle davon, also das Gebäude davon. Ich denke mal, so eins oder zwei Fahrzeuge haben sie wahrscheinlich hier auch. Auch nicht schlecht. Ja, dann haben sie da so ein Kilometer-Ding. Sie fahren, wenn ein Auto da vorbei rauscht, dann sieht man das. Ja, Leute, das wollte ich euch mal so ein bisschen jetzt hier erzählen. Ja, Opin hat auch eine Feuerwehr. Finde ich schon mal schön, finde ich toll. Und ja, mal schauen, was sie noch so haben. Wohnhäuser. Also einen Laden habe ich bis jetzt noch nicht entdeckt. Es kann ja auch mal sein, dass es mal ein Dorf gibt ohne Einkaufsladen. Kann ja auch mal sein. Ist ja auch in Ordnung. Ich bin ja eh gesättigt. Ich bin satt bis ohne Ende. Bei mir passt nichts mehr rein. Aber dieses Essen, es war mega lecker. Ehrlich, mega lecker, was ich gegessen habe. Fotos würde ich am liebsten noch reinblenden, aber das geht ja nicht. Der lädt ja mal das Video direkt hoch. Ich kann die Fotos nicht dazufügen oder so, das funktioniert nicht. Das wäre ein Verbesserungsvorschlag für YouTube, dass man da noch irgendwie Bilder reinstecken könnte. Geht natürlich irgendwie hier vom Handy aus nicht. Ich weiß, dass man das irgendwie machen kann, aber ich muss mal gucken, wann ich das mal hinkriege mit diesem Programm, dass das alles funktioniert. Ja, okay, es sind zwei Fahrzeuge, wenn man guckt. Ja, zwei Einfahrten, zwei Fahrzeuge. Warum nicht? Ist doch in Ordnung. Wahrscheinlich hilft irgendwo eine größere Feuerwehr noch dazu. Na, oder die Fahrzeuge reichen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin mich mit Feuerwehr halt nicht aus. Und ja. Ich war als Kind mal da, das ist schon ellenlange her, Leute. Ach, egal. Okay. Ja, ganz viele Firmen stehen hier dran an der Mauer. Auch nicht schlecht. Na? Ja, wir sind jetzt hier in Opin. Ja, Hunde hört man auch. Autos fahren hier auch genug lang, finde ich. Ja, und nachher darf ich über die Straße auch wieder zurückgehen. Zu meinem Auto. Oh, Warnung vor dem Hund. Da muss ich Angst kriegen. Wir gehen ja auch nicht rauf, also brauche ich keine Angst kriegen. Also alles gut. Ich bin hier auf dem, mal endlich einen Bürgersteig. Och, das ist sogar ein süßer Hund. Und ja, süß ist er vielleicht draußen, wenn ich nicht auf seinem Grundstück rumlaufen würde. Oh ja, doch, recht süß, aber aufpassendmäßig. Also aufs Grundstück würde ich nicht gehen. Das könnte die Hose kosten. Oder mehr. Naja, wollen wir mal nicht darüber reden, was mit den Hunden passiert, wenn ich aufs fremde Grundstück gehen werde. Lassen wir das mal weg. Okay, wir machen ja solche Sachen eh nicht, also hat sich das erledigt. Aber ich finde die Hunde trotzdem süß. Aber die sollen immer schön gut aufpassen auf ihr Grundstück. Ist ja auch in Ordnung. Oh, ein Autohändler haben wir hier auch schon mal. Auch nicht schlecht. Also Autos könntest du ja auch kaufen. Hab kein Geld, also kann ich auch keine Autos kaufen. Schieben wir es auch mal beiseite. Ich bin einfach mal neugierig, was es in diesem Dorf so gibt. Oh, ein Flughafen? Aber dann wird es bestimmt nur ein kleiner sein. So ein, so diese kleinen Propellerflieger oder Segelflieger, vielleicht sowas. Aber ich glaube nicht ein großer. Dann wär's ja eine Stadt. Eine Stadt sah es mir nicht nach aus. Ne, also es ist eher so eine Gemeinde. Okay, ja. So Größe Himmler Wald, vielleicht ein bisschen größer. Aber Flugzeuge würde ich mal nicht sagen. Okay, 2005 wurde das Feuerwehrhaus gebaut. Okay. Ah ja. Also gerade mal 15 Jahre alt. Aber dafür sieht es noch recht gut aus. Also gut gepflegt, muss ich sagen. Für die 15 Jahre, top. Also 1A. Ja, da war so eine Tafel, wo die Geschichte von Opel. Ja, Opel, ja, Segelflieger oder was soll das sein? Naja, egal. Wir laufen hier mal ein bisschen weiter. Ja, Leute, ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst bitte ein Like da. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich bitte. Wäre echt mega nice von euch. Würde mich mega unterstützen und ich wäre euch mega dankbar. Ich würde echt auch Freudentränen kriegen. Für jeden Abonnenten, der kommt, kriege ich Freudentränen. Ehrlich, das hype ich und das feiere ich. Ja, und nächstes Mal mache ich dann auch Musik an. Ja, aber nicht im Video. Nur, dass ihr es wisst. Außer es ist copyright-frei. Dann ist es was anderes, was ich ja bei meinem Intro habe. Da ist es erlaubt.
weil es eine copyright-freie Musik ist. Von YouTube ausgesucht. Also. Okay, was wollen wir gucken? Also ein Gasthof gibt es hier auch. Naja, aber der wird wahrscheinlich noch zu sein wegen... Ja, wir wissen es ja, ich brauche es nicht wiederholen. Ich gucke einfach mal hier rum. Hier ist eine Ampel. Da können wir rübergehen. Aber im Moment ist da rot. Also warten wir noch mal. Okay, Leute. Dann macht's gut. Schönen Abend wünsche ich euch noch. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.